Dreck. Bereit machen, da kommt sicher noch mehr. Ja. Alles klar. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Verstärkung. Jetzt haben wir. Hey, was ist denn hier los? Gute Reise! Nur einer weniger! Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass ihr das spielt. So. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Ich weiß, dass sie das spüren. Sie werden den Schmerz kennenlernen. Ja, ihr werdet den Schmerz kennenlernen. Ja. Sie können sich nicht widersetzen. Ihren Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Nachladen. Bereit machen. Da kommen gleich noch mehr. Bin dabei. Ja. Hier können wir gut. Könnten wir eigentlich gut stehen. Oh, Scheiße. Ja, nee, ist klar. Ich werde wieder nach unten fallen. Das System online. Alter. Was immer das ist. Erstmal nicht zu nah rangehen. Sie doch, wa? Oh, Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Okay, bitte. Angriff. Boah, Mann! Fang mit der Scheiße wieder von vorne an.
Gut, machen wir jetzt erstmal hier. Na da, nee. Nee, okay. Machen wir erstmal hier gleich eine Aufnahmepause. Mann. Ah, Medikit. Auch für die scheiß Waffe hier Muni. 144, das müsste erstmal so weit reichen. Gut, machen wir jetzt erstmal hier eine Aufnahmepause und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Ciao. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Mass Effect 2. Ja, wir fangen nochmal von vorne an. Also nicht ganz von vorne. Aber das hässliche Vieh, das wir hier haben, ist einfach zum Kotzen. So, dann irgendwie war nochmal den ganzen Kram. So. Upsala, scheiße. So, nein, scheiße. Verdammt. Jetzt nur schneller. Na super. So, brauchen wir den hier. Gut. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. King of the Hill gegen die Kollektoren. Großartig. Wir werden sie aufhalten. Kann nicht so schwer sein. Vielleicht nicht. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu machen. Oh ja, super. Sie werden mich nicht aufhalten. Sie können sich nicht. Los geht's! Sie werden den Feinde vor uns! Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Meine Angriffe werden Sie zerreißen. Die Zerstörung dieses Körpers bringt Ihnen gar nichts. Ich hab Sie! Neutralisiert Commander Shepard. Wenn ich Sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich... Mach doch. Aufpassen, auf wen sie schießen! Alter, ja, wenn du mir ins Schussfeuer läufst, ist ja kein Wunder. Wir sind ihr genetisches Schicksal. Ich weiß, dass sie das spielen. Alter! Das tut ihnen weh. Des Universums verneigen sich vor mir. Echt? Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, werde ich es tun. Mann. Gute Reise! Noch mehr. Sequenz
Artifizielles Hochfahren initiiert. Guardian-Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Intervention ist notwendig. Alter! Die Macht! Unsere Macht ist unvergleichlich. Nur nichts hat gegen uns gestoppt. Ja! Ich werde es wiederfinden. Ja, mach doch. Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Schön! Na komm. Ziel am Boden! Bereit machen. Da kommen gleich noch mehr. Ja, schön. Ach, das Vieh. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh da? Wir brauchen das System online. Ein neuer Gegner. Was immer das ist, erstmal nicht so nah rangehen. Lass mal nicht so nah rangehen, natürlich. Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Angriff hat nicht funktioniert! Schieß sie jetzt! So, noch ein bisschen. Puh, haben wir geschafft. Sie ziehen ab. Waren die Steine da dran? Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Das Schiff ist gewaltig. Wie sollen wir das denn bitte aufhalten? Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Ich habe mein Bestes gegeben. Sie haben sich lediglich in Ihrem verdammten Bunker verkrochen. Ohne Shepard wären Sie jetzt alle an Bord dieses Schiffes. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich! Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Shepard. Das dachten wir alle. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen?
Das ist alles? Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Zwischen uns war etwas, Shepard. Etwas Wirkliches. Ich habe sie geliebt. Oh. Ich dachte, sie wären tot. Ich wäre fast... Wie konnten sie mir das antun? Warum haben sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben sie mich nicht informiert, dass sie noch leben? Ich konnte nicht. Ich lag die letzten 2 Jahre in einer Art Koma, während Cerberus mich wieder zusammengesetzt hat. Sie sind jetzt bei Cerberus? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? So viel zum Thema Geheimhaltung. Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus und ich wollen dasselbe, unsere Kolonien retten. Das bedeutet nicht, dass ich unter ihrem Befehl stehe. Glauben Sie das wirklich? Oder will Cerberus lediglich, dass Sie das glauben? Ich wollte glauben, dass Sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Wie konnten Sie uns allen den Rücken zukehren? Sie haben die Allianz verraten. Anderson. Und Sie haben mich verraten. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Typisch Allianz. So fixiert auf Cerberus, dass man blind wird für die tatsächliche Bedrohung. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber Sie glauben Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht liegt's an Ihnen. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Och Mensch. Ash. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Ach Mensch, jetzt haben wir Ash wieder gefunden, aber die kommt leider nicht mit uns mit. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat uns geliebt. Nee, okay, wir waren mit ihr auch im Bett. Davon mal ganz abgesehen. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Was ist unser nächster Schritt? Wir müssen weiterhin Druck auf die Kollektoren ausüben. Sie werden ihre Operationen jetzt vorsichtiger angehen. Wir brauchen also einen anderen Ansatz. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück.
Das gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Also, Alter, das geht Sie ja nicht an. Das geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Beschäftigt Sie etwas? Nein, es ist nur... Wir kommen wahrscheinlich nicht zurück, selbst wenn wir es schaffen. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen?